Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir unsere Windows-Maschine PC hier in Mac verwandeln können. Beziehungsweise es geht natürlich nur um den Design, wie ihr euch schon gedacht habt wahrscheinlich. Ja, also unser PC, Windows-PC sieht dann aus, als wäre es Mac. Ich dachte mir, dass es für die Mac-Fans unter euch oder vielleicht auch so ganz interessant sein könnte. Deswegen will ich das euch schnell zeigen, wie das geht. Alles, was wir dafür brauchen, ist, das habe ich mir schon zusammengesucht hier und heruntergeladen, um Zeit zu sparen. Wenn ihr da Interesse habt, die Links, die findet ihr natürlich hier unterm Video in der Beschreibung. Genau, wir können auch schon direkt loslegen. Hier als erstes haben wir dieses Tool hier, Samurais nennt sich das. Das ist im Prinzip einfach ein Systemmonitoring-Tool. Ja, ein Programm, was allerdings vielleicht ein bisschen älter ist. Deswegen werden wir da, wenn wir jetzt einfach doppelklicken, um das zu installieren, so wie wir es gewohnt sind, da bekommen wir die Meldung hier, dass das nur unter Windows 2000 XP und 2003 läuft. Ich denke mal, das wird bei euch auch der Fall sein, dass ihr diese Meldung bekommt hier. Also ab Windows Vista läuft das nicht mehr. Wir müssen das, ich klicke das mal weg hier mit OK. Wir müssen das, damit das läuft, in den sogenannten Kompatibilitätsmodus starten und installieren. Das können wir hier, indem wir einfach mit der rechten Maustaste hier auf unsere Exe-Datei klicken und hier haben wir Behandeln von Kompatibilitätsproblemen. Einfach draufklicken. Und hier sucht ihr ein bisschen, jetzt haben wir hier empfohlene Einstellungen testen, ja. Hier nochmal Programm testen, einfach draufklicken, nochmal bestätigen, ja. Und schon bekommen wir hier unsere Installation Wizard hier. Jetzt, ja, folgen wir hier die ganz normale Installationsroutine hier vom Windows, einfach mit OK weiter, annehmen, weiter. Hier müssen wir allerdings nochmal darauf achten, dass hier der richtige Pfad hier steht, ja. Und zwar, ich habe jetzt hier ein 64-Bit-System. Das ist hier dann der richtige Pfad, Programm Files. Solltet ihr ein 32-Bit-System haben, müsst ihr das dann in dem Programm x86 installieren, damit das richtig funktioniert, ja. Das findet ihr natürlich hier unter C, hier Programme 86, ja. Also 32-Bit-Systeme, hier ist das der richtige Pfad und für 64-Bit-Systeme in den Programmfiles hier. Okay, einfach mit OK bestätigen, das passt jetzt hier bei mir. Weiter und installieren. Und fertig, das geht ruckzuck weiter. Associated Action muss hier bleiben. Weiter, fertigstellen. Ich starte einfach mal später jetzt. Fertigstellen, weiter. Okay. Behoben und schließen. So, und schon ist das Programm jetzt hier installiert. Ja, Samurais. Jetzt haben wir hier, ja, stellen wir das hier. So, jetzt haben wir hier die zwei Archive hier, die ZIP-Dateien. Ich packe die mal beide aus jetzt hier. Wie ihr hier sehen könnt, ja, das heißt hier DeviantArt. Das habe ich von DeviantArt.com heruntergeladen hier. Zack. Und zwar ist das hier eine Art, eine Vorlage, ja, wenn man so will, eine vorgefertigte, die wir uns dann natürlich noch anpassen können, wie wir wollen. Hier in den Ordner hier, da finden wir noch mal hier eine kleine Anleitung, ja, wie wir hier uns das alles anpassen können und so weiter. Deswegen brauchen wir vielleicht diesen Ordner auch hier. Hier haben wir noch einmal eine README-File. Hier ist der Pfad, die Adresse, wo ich das heruntergeladen habe. DeviantArt hier. Und zwar hier haben wir den Download-Link. Das ist jetzt hier der Autor hier, ja, der Peter Rolar. Vielen Dank an der Stelle. Ich hoffe, der hat nichts dagegen. Also einmal das hier, wie gesagt, downloaden.
Ich schließe das mal hier und hier haben wir dann eben diese README-File hier, in dem, nachdem wir das ausgepackt haben. Hier nochmal eine kleine Anleitung. Hier ist übrigens nochmal ein YouTube-Video mit einer kleinen Anleitung nochmal auf Englisch. Und zwar, was uns aber nochmal interessiert hier, ist der Link hier. Das ist ein OneDrive. Link. Hier sind die ganzen Vorlagen, ja, für verschiedenen Auflösungen hier, ja, die Zahlen, das sind hier die Auflösungen. Ich klicke mal das an hier und das sieht hier dann eben so aus. Hier haben wir Samurais. Ich habe das jetzt hier, ich schließe das jetzt einfach mal, zack, zack, zack. Mal Bildschirmauflösung, genau. Also in meinem Fall hier habe ich die 1920 mal 1080. Meine Auflösung hier, habe das hier runtergeladen dementsprechend. Ja, ihr müsst euch dann eben je nach dem, was für eine Auflösung ihr habt, das dann dem entsprechenden Paket hier herunterladen, das ist die Vorlage. Nachdem wir das gemacht haben, auch das brauchen wir jetzt erstmal so nicht mehr. Und zwar müssen wir jetzt einfach in den Pfad hier unsere Programm Files hier navigieren, wenn ich das jetzt hier auf C Programm Files hier in meinem Fall und hier wurde jetzt genau dieser Ordner hier erstellt, Samurais, der ist allerdings ja, also mehr oder weniger leer hier, da sind keine Config Files hier. Das können wir ruhig löschen jetzt hier, ja, aus dem, ich mache mal so vielleicht ein bisschen übersichtlicher, genau, einfach löschen. Ja, wollen wir. Und er ist jetzt raus. Und jetzt können wir uns einfach diesen Ordner hier, was wir ausgepackt haben mit unserer Auflösung hier, in meinem Fall Samurai 1920, einfach kopieren. Zack. Und dann, ja, einfach einfügen. Dann wieder hier in den Programm Files, wo der Samurai Folder war. Zack, zack. Genau, und schon haben wir jetzt hier unsere ganze Configs, ja, diese vorgefertigte Vorlage sozusagen. Ich schließe das mal und ziehe das mal alles rüber hier vielleicht. Zack. Genau. So, jetzt haben wir hier einmal Client-Exe. Wenn wir das jetzt als Admin starten, dann sehen wir hier No Config Files Found. Das müssen wir jetzt, ich erstelle mir vielleicht erstmal hier eine Verknüpfung hier auf dem Desktop. Wir können uns auch das in der Taskleiste hier liegen, wie wir das haben wollen. Jetzt müssen wir dieser Config, also das ist der Editor hier vom Samurais. Das müssen wir als Admin ausführen hier nochmal und sieht hier so aus, ja, der Samurais Config Editor, File Open und hier haben wir unsere ganzen ja Config Files hier, ich nehme mal einfach jetzt Launchpad, hier sieht hier so aus, ich speichere das, sag, wenn irgendwie jetzt ist meine Save Changes okay, ich schließe das jetzt einfach, zack, 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 und jetzt wenn wir unsere Client hier starten als Admin. Wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sollten wir jetzt diese Mac-Oberfläche bekommen. Hat anscheinend nicht funktioniert. Hier ist noch der Finder. Genau, also ich gehe jetzt hier nochmal auf den Samurai hier, Select Config File. Irgendwas hat dann nicht funktioniert. Ich suche mir den Launchpad hier in. Genau. Also ich schließe das jetzt nochmal, zack, zack, zack und starte das jetzt, aber sollte das funktionieren? Genau, und schon haben wir hier die Oberfläche, ja, wie beim Mac halt. Das ist jetzt hier zum Beispiel Systemsteuerung hier oder Google Maps. Ja, die Knöpfe hier, das ist das wichtigste Feature hier natürlich, Mr. Google, abonnieren nicht vergessen. Ich schließe das jetzt. Die Knöpfe hier, die funktionieren nicht alle. Ja, das ist jetzt hier Safari beispielsweise.
passiert gar nichts. Die können, das ist wie gesagt wie eine Vorlage, das können wir uns hier über den Editor anpassen, wie wir das haben wollen. Hier, ja, die Knöpfe und die Funktionen auch. Game Center funktioniert auch nicht. Also wir können uns jetzt, wie gesagt, nach der Vorlage hier alles anpassen, wie wir das haben wollen. Wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt hier ich mache mal jetzt den Finder zum Beispiel, dieses, ja, dann haben wir das hier oben beispielsweise, dieses Menü hier wie beim Mac. Hier, zack, okay, das jetzt, okay, jetzt haben wir ja About This Mac beispielsweise, zack, oder die, ja, Systemsteuerung hier wie beim Mac halt. Wenn hier werden auch nicht alle Knöpfe funktionieren, aber die meisten vielleicht. Wir können das wie gesagt anpassen über den Editor. Genau, und schon haben wir jetzt hier die Schließen hier über den roten Knopf hier beim Mac. Hier haben wir noch mal dieses Sidebar hier. Zack. Irgendwie ist mein Rechner ein bisschen überlastet gerade. Ja, okay. Ich versuche noch mal hier. Aber genau, hier haben wir Taschenrechner und so weiter. Zack, hier haben wir noch mal dieses Lockscreen ja von Mac. Können wir, das ist natürlich, ja, jetzt brauchen wir hier kein Passwort einzugeben. Wir können jetzt hier auch Standby oder Restarten oder ausschalten. Ich klicke mal jetzt hier. Und ja, wir können jetzt hier, wie gesagt, OneDrive wahrscheinlich, genau. Ja, uns anpassen, wie wir das haben wollen hier. Ich hoffe, wir haben hier den Player, was ist das? Dass ich damit euch irgendwie ein bisschen weiterhelfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ja, wenn es euch gefallen hat, über ein Like oder ein Abo, freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.